Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video zum Thema Alter, also mein Alter. Wie alt ich bin, ist wohl die meistgestellte Frage auf meinem Kanal. Und ich wollte euch heute so ein bisschen was, ja, zu dem Thema Alter erzählen. Ich bin nämlich unglaublicherweise schon 23 Jahre alt. Ich weiß, das will mir immer keiner glauben, aber es ist so. Also ich bin 1992 geboren und ich werde auch schon im Sommer 24 und ja, alle sagen mir immer, freu dich doch, dass du so jung geschätzt wirst und später wirst du dich freuen. Und natürlich werde ich mich später freuen, wenn ich dann 40 bin und man mich vielleicht für 35 hält. Das ist natürlich immer was Positives, wenn man noch nicht so alt aussieht, aber ich finde, wenn man 23 ist und die Leute einen für 14 halten oder so, ist das schon ein bisschen hart. Wenn man mal drüber nachdenkt, das sind fast 10 Jahre. Also, wenn man fast 10 Jahre jünger geschätzt wird, ist das schon hart, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Leute, die ja auch immer jünger geschätzt werden, die wissen, was ich meine. Wie ich überhaupt dazu gekommen bin, über dieses Thema ein Video zu machen, ist nämlich wegen einer Geschichte, die mir jetzt passiert ist. Ich war nämlich übers Wochenende bei einer Freundin und wir wollten gerne feiern gehen. Clevererweise hatte ich allerdings meinen Ausweis meinem Freund gegeben, da der ein paar Tage zuvor ein Paket für mich abholen sollte. Ja, und wir haben dann nicht dran gedacht, dass er eben noch meinen Ausweis hat. Heißt, er ist weggefahren und ich bin zur Freundin gefahren und ich hatte keinen Ausweis bei mir. Ja, ich dachte mir schon, super, das kann ja nur in die Hose gehen, weil ich wirklich gerade, wenn ich feiern gehe, eigentlich immer meinen Ausweis vorzeigen muss. Und ja, wir dachten uns, okay, vielleicht, ne, haben wir mal Glück und ich werde nicht nach dem Ausweis gefragt. Wir sind dann auch vorher Cocktails trinken gegangen, das hat auch alles geklappt. Ich habe, ohne Ausweis zu zeigen, hochprozentigen Alkohol trinken dürfen, was mich schon gewundert hat, obwohl beim Cocktails trinken werde ich nicht allzu oft gefragt. Aber ja, dann sind wir weitergezogen, wollten zum Club gehen. Meine Freundin wurde natürlich nicht gefragt nach ihrem Ausweis, aber ich wurde nach meinem Ausweis gefragt. Ich habe dann versucht, die Situation zu erklären und habe ihr auch meine Krankenkassenkarte gezeigt. Da ist nämlich auch ein Bild drauf und da steht auch mein Geburtsdatum, aber das hat leider nichts gebracht. Die gute Frau Türsteherin wollte einfach nicht, dass ich da reingehe. Ja, ich habe das dann natürlich so hingenommen. Wir sind dann nachts wieder nach Hause gefahren. Wir hatten trotzdem einen lustigen Abend, aber ja, da denke ich mir immer, das ist schon kacke, wenn man einfach so jung aussieht, weil man wirklich immer darauf achten muss, dass man immer seinen Ausweis dabei hat, wenn man mal, ne, irgendwo hin möchte oder irgendwas Alkoholisches oder Knaller für Silvester kaufen möchte. Da wäre es manchmal dann schon einfacher, wenn man etwas älter aussehen würde. Und ja, was mich noch so immens stört daran, dass ich einfach so jung aussehe, ich habe immer das Gefühl, ich werde nicht so ernst genommen. Natürlich, wenn man dann sich länger mit jemandem unterhält, dann merkt er vielleicht, okay, die sieht vielleicht aus wie 14, aber ist vielleicht im Kopf schon ein bisschen weiter als 14. Dann geht das aber so einfach auf den ersten Blick, dadurch, dass ich einfach so jung aussehe, habe ich immer das Gefühl, dass ich nicht so ganz ernst genommen werde. Ich finde, gerade in so Alltagssituationen auf der Straße oder so, da merkt man einfach, dass die Leute mich für jugendlich halten. Und ja, Jugendliche sind ja sowieso strohdoof, die haben ja eh nichts im Kopf und die haben keine Ahnung von irgendwas. Denen muss man auch die komplette Welt erklären. Und ja, so werde ich dann meistens auch behandelt von Erwachsenen oder von gerade Senioren, finde ich, sind da immer sehr direkt irgendwie, was das Thema angeht. Und ja, das nervt so dermaßen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob es euch auch so geht oder ob ihr eher zu den Leuten gehört, die älter geschätzt werden.
Ich habe ja so das Gefühl, dass es teilweise am Jahrgang liegt, weil ganz viele, die ich kenne, die 92 geboren sind, die sehen wirklich jung aus. Und wenn ich so zurückdenke an die Zeit, wo ich in der 8. Klasse war, was ja schon ein bisschen her ist, und wenn ich da mir die Leute angeguckt habe, die damals in der 10. Klasse waren, die waren ja dann 2 Jahre älter als ich, die sahen schon so ultra alt aus. Also ich fand, die Kerle, die da in der 10. Klasse waren, die sahen schon richtig aus wie Männer mit so richtigem Bart und richtigen Muskeln. Und die Frauen, die sahen schon so richtig aus wie Frauen. Und ich finde, als ich dann in der 10. Klasse war und ja, mich und so die anderen in meiner Klasse angeschaut habe, wir sahen einfach nicht so aus. Also wir sahen einfach aus wie Kinder, obwohl in der 10. ist man ja auch schon 16, oder? Ja, 15 oder 16, ich glaube, ich war sogar 15. Und ja, wir waren einfach noch so richtige Kinder. Und ich finde, es gibt immer so Jahrgänge, da sehen die Leute ultra alt aus. Und dann gibt es einfach Jahrgänge, da sehen die Leute total jung aus. Und ich sehe einfach jung aus. Ich kann da nichts für. Ja. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass heutzutage die 14-Jährigen schon so ultra alt aussehen, dass man gar nicht mehr schätzen kann, wie alt die Leute sind, weil die einfach mit 14 schon älter aussehen als ich mit 23. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also als ich 14 war, ich habe tatsächlich in der Schule noch Pipi Langstrumpf-T-Shirts getragen. Ich glaube, mit 14 habe ich gerade angefangen, mich zu schminken, aber so ultra hässlich, dass ich wahrscheinlich noch jünger aussah. Und ich habe auch mit 14 tatsächlich noch mit Playmobil gespielt. Heutzutage gehen die mit 14 in die Disco. Und ich habe mit 14 mit Playmobil gespielt. Aber ja, das hat sich alles so verändert mit 14, wie die drauf sind heutzutage. Das ist mir unerklärlich. Bin ja mal gespannt, wie sich das bei mir so entwickelt, ob ja, das immer so extrem bleiben wird, weil ich werde ja schon sehr, sehr jung geschätzt. Ich meine, wenn die Leute mich nicht für 18 halten, dann bin ich ja, werde ich ja schon 5, 6 Jahre jünger geschätzt, als ich eigentlich bin. Ich finde, das ist schon extrem. So 1, 2, 3 Jahre geht ja noch, aber so 5, 6 Jahre finde ich es schon krass. Ich habe gestern mit meiner Freundin überlegt, woran das liegen könnte, was an mir so jung aussieht. Ich habe erst gesagt, ich glaube, das liegt an meinen Augen. Ich finde, ich habe so Kinderaugen irgendwie. Und dann haben wir überlegt, vielleicht liegt das an meinem Lachen. Ihr seht mich nicht so oft lachen, aber wenn ich lache oder grinse, dann gehen hier meine Backen, meine Wangen so hoch. Und dann sind die so knubbelig hier. Und wir glauben, deswegen sehe ich so jung aus. Keine Ahnung. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, auch wenn es mich vermutlich sehr deprimieren wird, was ihr gedacht habt, wie alt ich bin oder was ihr so geschätzt hättet. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder mich um einiges jünger geschätzt hätte. Aber hiermit ist auf jeden Fall die Frage meines Alters geklärt. Ich bin 23 Jahre alt, 1992 geboren. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich weiß, es war jetzt nicht so super spannend, aber mich würde einfach mal interessieren, wie es euch so geht zum Thema Alter, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ja, auch gerade wenn ihr jünger geschätzt werdet, ob ihr dann ja auch irgendwie behandelt werdet wie kleine Kinder oder ob ihr ja da keinen großartigen Unterschied merkt. Und ja, dann hoffe ich natürlich trotzdem, wie immer, dass das Video euch gefallen hat. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!